Er ist viel auf Reisen. Der Bundespräsident, das gehört zu seinem Job. Für Bundespräsidenten ist das ganz normal. Für Durchschnittsbürgerinnen und Durchschnittsbürger wird Reisen immer unerschwinglicher. Und nicht nur Reisen ins Ausland sind drastisch teurer geworden, auch Reisen nach Mallorca. 10 Tage All-Inclusive Mallorca. Familienurlaub, 2 Erwachsene und ein Kind unter 14. 2022 kostet diese Reise knapp 5.500 Euro. Jetzt mit Frühbucherrabatt fast 7.700 Euro. Der exakt gleiche Urlaub, 2.000 Euro mehr, 35% teurer. Das hinterlässt doch einen etwas pauschalen Nachgeschmack. Also, günstig in den Süden fliegen geht eigentlich nur noch als Zugvogel. Es ist alles dermaßen teuer, es kommen schon die ersten Touristen nüchtern aus ihrem Malle-Urlaub zurück. Kein Geld mehr da. Es gibt natürlich Gründe für die Preissteigerung. Zum Beispiel müssen Reiseveranstalter seit 2021 einen teuren Insolvenzschutz bezahlen. Das ist eine Versicherung für den Fall, dass sie pleite gehen, um die Kunden dann zu entschädigen. Also wenn dann zum Beispiel die Pauschalreise nach Andalusien ausfällt, kommt der Mann von der Hamburg-Mannheimer zu Ihnen nach Hause und stellt da Andalusien nach. Die Preissteigerungen haben aber nicht nur mit zusätzlichen Kosten zu tun. Gerade bei den Flügen sind die neuen Preise dreist. Also bei den Flugpreisen kann man schon von so einer gewissen Goldgräbermentalität sprechen. Die Airlines versuchen das, die Preise einfach ein bisschen zu erhöhen. Und wenn die Kunden weiterhin buchen, wird das noch ein bisschen erhöht. Und solange die Maschinen voll sind, ja, dann hat das sozusagen fast kein Ende, die Preisschraube. Es nimmt kein Ende. Reisen ist inzwischen so exklusiv geworden. Einige Reisebüros beschäftigen schon Türsteher. Da kommen gar nicht mehr alle rein. Unsere Reporterin Caro Corneli hat sich mal auf der Reisemesse in Hamburg umgeschaut. Ich stehe heute vor Ihnen nicht als Reporterin, sondern als Privatperson mit Erschöpfungssymptomen. Ich brauche ganz dringend Urlaub. Ach so, meine Kinder müssen mit. Die sind leider alle 3 zu groß für die Babyklappe. Mal gucken, ob ich hier was Erschwingliches finde auf der Reisemesse. Was wäre so das Günstigste? Ich und meine 3 Kinder. Wie alt sind Sie denn? 12, 15 und 7. Also sind 4 erwachsene Personen, gehen Sie von 16.000 Euro aus. Möchten Sie das Gespräch abbrechen? Oder ich mache eine Kaffeefahrt. Guten Tag. Was kostet denn einmal die Reise in den Bus nach Schottland? 2.499 nehmen wir für 11 Tage im Doppelzimmer. Oh, dann nehme ich nur den Kaffee. Der ist günstig, der kostet nur 1 Euro. Guten Tag. Ich habe 575 Euro gespart und würde gerne mit meinen 3 Kindern eine Woche verreisen während der Schulferien, weil die sind schulpflichtig. Ja. Können Sie, wo kann ich denn da hinfahren? Ja. Das wird sehr eng, ja. Wenn Sie es wirklich mit Flugreise planen wollen. Sind 575 Euro ein bisschen wenig Budget. Wie wäre es mit Duisburg? Eine Städtereise kriegen wir 1 Woche. Na, müssen wir vielleicht von den Tagen her so ein bisschen reduzieren. 3 Nächte in Duisburg? Cool. Probieren. Ja, okay. Ne? Jeder 5. Deutsche kann sich keinen Sommerurlaub mehr leisten. Die Hälfte der Alleinerziehenden können nicht mal 1 Woche im Jahr wegfahren. Aber vielleicht sind die Ansprüche auch ganz schön hoch, oder? Das kann ich mir leisten. Ich komme ja aus Berlin. Da muss ich eigentlich ABC-Ticket kaufen, also 4-mal. Das sind 4x4, das sind 16 Euro. Ja, Spandau hin und zurück, 16 Euro. Spandau ist erholsamer Landschaft. Wenn ich meinen eigenen Sand mitbringe, wird es dann günstiger? Nein. Nein? Aber es wäre eine Idee, ja. Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Und Sie passen hier wohl auf der Messe auf, dass keiner mit den Preisen bescheißt? Für welches Land interessieren Sie sich besonders? Wir haben gerade eine Reise gebucht und das geht Richtung Karibik. Aber die Kinder und Enkelkinder bleiben zu Hause. Ja, natürlich bleiben die zu Hause. Kann ja kein Mensch bezahlen. Oder man macht es wie die Frau hinter mir auf dem Bild. Urlaub mit Lichtnahrung ist man auch mit 2.500 Euro dabei. Also Verpflegung inklusive. Wollen Sie mal Urlaub machen? Den mache ich das ganze Jahr über. Wie kann das denn sein? Na ja, als glücklicher Rentner. Sie sind Millionär, habe ich recht? Ja. Ja, ja. Ich bin angetreten, günstigen Urlaub zu finden. Ist nicht, aber ich denke mir mittlerweile auch, haben die Neandertaler Urlaub gemacht? Nein. Haben die gejammert die ganze Zeit? Deswegen nein. Bleibe ich halt zu Hause.
Das war Caro Corneli für Extra 3. Und das war ein Film von Maxi Lesch. Wenn Sie es besonders abenteuerlich mögen, ist natürlich auch immer wieder eine Reise mit der Deutschen Bahn. Klassiker, natürlich. Das Streckennetz ist seit Jahrzehnten kaputt und überlastet. 2023 war deswegen jeder dritte Fernzug unpünktlich. Die Empfehlung der Bahn ist, lieber den ersten oder zweiten zu nehmen. In diesem Jahr soll jetzt eine große Generalsanierung starten. Es wird alles anders. Über 4000 Kilometer Schiene sind betroffen. Die Arbeiten sollen 2030 abgeschlossen sein. Das heißt, für tausende Pendler Ausfälle, Verspätungen, Ersatzverkehr, enormen Stress. Also erstmal keine Veränderung. Vielleicht muss man es auch mal grundsätzlich anders framen. Dass die Bahn marode und runtergewirtschaftet und unpünktlich ist, das weiß man ja. Und es gehört inzwischen, finde ich, zu unserer nationalen Identität. So wie Vulkanausbrüche zu Island. Oder die Mafia zu Italien. Und ich muss sagen, ich will auch gar keine Erklärungen mehr hören, warum jetzt hier Verspätung und wie lang. Es ist immer dasselbe, Verzögerung im Betriebsablauf, Verspätung wegen ist eine vorausfallende Notfalleinsatz im Zug, spielende Kinder im Gleisbett, ist natürlich Quatsch. Nein, ich bin bekennender Vielfahrer. Und wenn man viel mit der Bahn unterwegs ist, ist es absolut offensichtlich, dass da gelogen wird. Oder die haben einen Zufallsgenerator, die würfeln, ich weiß es nicht. Es ist wirklich gelogen. Ich habe jetzt die Bestätigung. Dieser Ausschnitt aus einem Interview mit GDL-Chef Klaus Wieselski bei Spiegel TV ist der Beweis. Unsere Kolleginnen in den Zügen werden gezwungen, Unwahrheiten durch die Zugansage zu verkünden. Zum Beispiel? Ja, es wird gesagt, Personen im Gleis. Ja, in Hamburg sind Personen im Gleis. Und in München fahren wir zu verspätet. Was ist dann der wahre Grund? Wenn der wahre Grund Personen ist Unfähigkeit. Der wahre Grund ist Unfähigkeit! So. Da haben wir es doch. Unfähigkeit. Das könnte auch ein Ansatz sein. Einfach mal ehrlich sagen, was los ist. Verspätung von einer Stunde, der Grund Unfähigkeit. Danke und lecco mio. Die Abfahrt verzögert sich um voraussichtlich 3 Tage, der Grund Volker Wissing. Würde jeder verstehen. Der Zug endet hier, Grund, weißt du selber. Auch in so einem Wieselski-Sound. So, Unfähigkeit. Und wenn man schon etwas erfindet, frage ich mich, warum ist man da nicht noch ein bisschen kreativer und erfindet auch mal was Schönes? Unser Zug hält heute außerplanmäßig, der Grund, Einhörner im Gleisbett. Wir fahren den Bahnhof Koblenz heute nicht an und werden nach Hogwarts umgeleitet. Hat diese Sendung wirklich so stattgefunden? Oder ist alles völlig frei erfunden? Existiert Christian Ehring wirklich? Oder ist er nur ein Hirngespinst von Friedrich Merz? Die ganze Wahrheit erfahren Sie in der ARD-Mediathek. Das Ergebnis wird Sie verblüffen.